Überfahrt nach Malchese dauerte gut 20 Minuten, in denen sich ständig der Anblick der Umgebung veränderte. Schon von Weitem grüßte uns die Skallinger Burg, die sich am Rand der Altstadt auf einem Felsen etwas oberhalb des Gardasees befindet. Sie wurde um 1300 von den Skallingern wieder aufgebaut und beherbergt heute ein Naturkundemuseum und in der ehemaligen Pulverkammer ein Goethe-Museum. Die Pfarrkirche Santo Stefano ist eine Barockkirche des frühen 18. Jahrhunderts. Malcesine liegt gegenüber von Limone in der Region Venetien, in der Provinz Verona. Und hat 3340 Einwohner. Genau wie Limone wird auch Malcesine ebenfalls als eine Perle am Gardasee bezeichnet. Der Ort liegt im Nordosten des Gardasees, unterhalb des Monte Baldo und hat im Gegensatz zu den anderen Orten am Gardasee nur eine sehr kurze Uferpromenade. Aber in den schönen Altstadtgassen findet man viele Möglichkeiten, die zum Anschauen und Verweilen einladen. Mit der Seilbahn kann man in nur 10 Minuten von Malcesine auf den Monte Baldo fahren. Der Höhenunterschied beträgt 1650 Meter. Und man hat von hier oben einen fantastischen Blick über den Gardasee und seine Umgebung. Der Gardasee ist der größte See Italiens. Sein antiker Name lautet von etwa 200 v. Chr. Bis 800 nach Christus Lacus Benacus. Der Name soll von einer alten Gottheit namens Benacus abstammen. Der See wurde durch die rätischen Gletscher in der vergangenen Eiszeit geformt, dessen Spuren man noch heute verfolgen kann. Insbesondere durch die Endmoränen, die sich am Südufer befinden. Zu den ersten Besiedlungen am Seeufer kam es um das Jahr 2000 vor Christus. Der Gardasee liegt zwischen den Alpen im Norden und der Po-Ebene im Süden. Der Norden des Sees gehört zur Region Trentino-Südtirol.
der Westen zur Lombardei und der Osten zu Venetien. Damit teilen sich diese drei Provinzen die Verwaltung. Das nördliche Ufer des Sees ist von 2000ern der Gardaseeberge wie zum Beispiel dem Monte Baldo umsäumt. Das südliche Ufer liegt bereits in der Ebene. Limone befindet sich am Westufer des Gardasees. Limone wurde terrassenartig in einen Berghang erbaut. Oberhalb des Ortes befinden sich Oliven- und Zitronenhaine. Früher war der Ort ein kleines Fischerdorf. Heute ist er ein beliebtes Reiseziel mit vielen Familienhotels und interessanten Sehenswürdigkeiten. Bis heute hat er seinen idyllischen Charme beibehalten. Der Gardasee wird hauptsächlich durch den Fluss Sarca gespeist. Dieser fließt am Nordende bei Tombole in den See. Als Minzio verlässt der Fluss bei Picciera del Garda den Gardasee und fließt später in den Po. Das Klima am Gardasee ist aufgrund der Lage submediterran, mit heißen Sommern und niederschlagsarmen milden Wintern. Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt zwischen 13 und 15 Grad. In der Nähe des Sees befinden sich auch bekannte Weinbaugebiete, wie zum Beispiel das Lugana-Gebiet. Wegen günstigen Winden, besonders am nördlichen Gardasee, ist der Gardasee bei Seglern, bei Kletterern, Mountainbikern und Surfern beliebt. Am Südufer des Sees befinden sich zahlreiche Freizeitparks, wie zum Beispiel Gardaland oder Caneva World.